Hallo liebe Klemmbausteinfreunde und herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal und zu einem neuen Video und zu einem neuen Kobi-Video. Ich hatte euch jetzt vor, also die letzten beiden Videos waren ja auch von Kobi, Kobi-Sets. Wobei die, ich habe mich gefreut auf die beiden Sets, ja, aber die waren nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Drum will ich hoffen, dass dieses Set das mal wieder ein bisschen rausholt, das Ganze. Ein Fahrzeug, was ich von der Optik sehr mag. Das Set, was ich auch heute hier vorstellen möchte, ist aus der Limited Edition. Das heißt, da wird uns wieder so eine Karte erwarten, dann mit dem CO-Unterschrift und es gibt auch eine Nummer. In meinem Fall ist es jetzt hier die Nummer 602. Da sehen wir hier 602. Das wird nachher auch die Nummer sein, die wir auf dieser lasergravierten Tafel haben. Und in diesem DIN A4 oder DIN A5, ich weiß gar nicht jetzt, welche Größe ich meine, aber DIN A4 in diesem Limited Edition Blatt, ne, wo die Unterschrift vom CEO angeblich drauf ist. Wobei ich der Meinung bin, so limited sind die Geschichten denn gar nicht, denn im Online-Shop von Kobi findet ihr Limited-Geschichten, die sind locker schon über ein Jahr alt, ne? Und irgendwie scheinen die immer noch weiter nachzuproduzieren. Das Fahrzeug kommt im Maßstab 1:28 und ich würde sagen, bevor wir noch weiter darüber diskutieren und ich euch hier jetzt nur diese komische Schachtel hier zeige, machen wir das Ganze mal auf. Also so kommt das Ding jetzt aus Polen. Ich habe das Ding jetzt, also wie gesagt, wenn ich sage aus Polen, dann kommt es aus dem Online-Shop von Kobi und ich habe da jetzt mit Versand, ihr wisst, Versand ist Kobi immer ein bisschen teuer, Prozente bekommt ihr da auch nicht, habe ich da jetzt bezahlt. Was war das? 86 Euro und ein paar zerquetschte. Wenn das hier rauskommt, hier kommt, bekommt das auf jeden Fall noch wesentlich günstiger. So, was haben wir da noch drin? Also erstmal, okay, einmal habe ich hier nochmal schwarz auf weiß, die Rechnung. Dann hier ein Gutschein. Moment, ich drehe das mal. Ein Gutschein hier. Wenn ihr die Nummer gesehen habt, ist völlig egal. Könnt ihr ja von mir aus auch eingeben. Den hatte ich schon gehabt bei der C130. Da war dieser Gutschein auch dabei. 15%, aber auf keine Limited-Geschichten oder so, sondern auf irgendwelche ja, normalen Sachen aus dem Shop. Ja, dann hier diese Karte hatte ich bei der C130 auch schon mit dabei. Das Flaggschiff sozusagen von Kobi, was da rauskommt. Und auch hier ein Katalog, der aktuelle. Ja, aber kommen wir zum Set. Also, wir haben hier von Kobi das Sonder-Kfz 173 Jagdpanther in der limitierten Auflage im Maßstab 1:28. Die Artikelnummer ist 2573. Mein Fahrzeug, habt ihr eben schon gesehen, hat die Nummer 602. Anzahl der Steine, ist es ein sehr großes Set, ne? Also für diese Panzergeschichten, haben wir 1076. Steine und weil es eine Limited-Geschichte ist, da sind ja auch meistens mehr Figuren dabei, haben wir hier drei Figuren. Wir haben da einmal den Commander, das ist jener einer hier, der hier oben rauslunzt, ein Commander. Dann ein Panzer, also ein Crewmitglied, das ist jener einer hier. Und wir haben noch einen Panzergrenadier, der läuft hier vorne rum mit Panzerfaust und was ist das jetzt für ein Gewehr? Wie heißt das nochmal? Ne, er hat einfach nur einen Mauser. 98K. Genau. Preis hatten wir auch schon. 86,30 habe ich dafür bezahlt. Das Fahrzeug kommt mit einem gebauten Motorraum. Also ne, so ein bisschen Innenausstattung. Und ihr könnt auch im Innenraum, seht ihr hier oben, also im Innenraum ist auch ein bisschen quasi verbautes Interieur. Drehbaren Turm haben wir ja hier nicht bei den Jagdpanzern. Da aber die Kanone können wir so ein bisschen hin und her schwenken. Maße habt ihr hier. Kobi macht immer auch noch mal ganz gerne hier ein Originalfoto dabei. Hier habt ihr die Daten, hier die Waffen, die die Männchen noch dabei haben. Hier seht ihr auch schon diese Limited-Geschichte. Hier scheint auch noch eine Kiste mit dabei zu sein. Und das hatte ich bis jetzt auch noch nicht in den Sets hier, diese komischen Elemente hier. Also diese Tarnung, die das Fahrzeug jetzt hier hat. Ja, also so sieht das ganze Schätzchen dann aus hier.
und öffnen tun wir das Ganze jetzt auch mal, damit wir auch schnell an den Aufbau kommen. So. Gucken. Zack. Mal so. Also hier fällt auch schon gleich raus, die ja, hier diese Karte angeblich, die der CEO unterschrieben hat, hier auch noch mal schön in so einer Schutzhülle. So. Ach, was auch noch rausgefallen ist, das war da wahrscheinlich drin. Hier ist diese lasergravierte Tafel. Ich mache da noch mal eine Nahaufnahme von und halt hier davon. Also hier der Fokus packt das nicht. Da ist dann auch die Nummer 602 mit reingelasert in der Geschichte. Bauanleitung haben wir hier. Wir haben jetzt hier drei Typen, sprich drei Bauabschnitte. Die Bauanleitung, ja, Kobi gewohnt, ist immer das Gleiche. Ja. Also ihr habt hier auf den ersten Seiten habt ihr hier so eine Legende, wo ähnliche Teile in unterschiedlichen Größen oder ähnlichen Formen dabei sind, damit ihr die unterscheiden könnt, sind die ganzen Sachen hier nochmal nummeriert. Dann die aktuellen Bauschritte bei Kobi sind immer farblich und der vorherige Bauabschnitt oder Bauschritt, der ist dann ausgegraut. Das zieht sich dann durch die ganze Bauanleitung so durch. Bis auf die letzte 1, 2, 3, 4, 4 Seiten Teileliste. Ja. Also, hier, ne? 4 Seiten Teileliste haben wir dabei. Dann ganz hinten nochmal zum Schluss noch ein bisschen Werbung von den neuen Sets. Und hier auf den letzten Seiten der Teilliste finden wir dann auch die bedruckten Teile. Da werde ich nachher nochmal alles nachzählen und werde euch das dann auch noch mitteilen, wie viele bedruckte Teile in diesem Set sind. Denn ihr wisst ja, Kobi macht keine Aufkleber, Kobi macht nur Drucke. Und die sind meistens hervorragend. Gibt es auch schon mal Ausreißer, aber zu 98% sind die Drucke wirklich gut. Ja, insgesamt, schon gesagt, drei Tüten, drei Bauabschnitte und bis dieser Stand noch mit der, also nicht ein Stand, sondern bis dieses Schildchen und die Kisten, bis alles hier verbaut ist, sind das 285 Bauschritte, Steps, ne? Bis das Fahrzeug soweit ist. So. Ich würde sagen, weiß nicht, sollen wir die noch mal da einen kurzen Blick drauf werfen, hier auf diese CO-Karte hier oder auf die Limited-Karte. Einige sagen, absoluter Schwachsinn, braucht man nicht, macht das Ding nur unnötig teuer. Ja, recht haben sie dann, brauchen tut man es nicht. Aber schön ist halt diese, man denkt, man hätte da eine Limited-Geschichte. Ne? Man hat nur Fahrzeug 602. Man hat es halt nur einmal, es gibt nur einmal die 602, aber keiner weiß, wie hoch das gezählt wird. Ne? Keine Ahnung, würde mich mal interessieren. Wie man das rausbekommen könnte, wie viel Kobi überhaupt produziert von diesen Limited-Geschichten. Aber egal. Okay, Leute, ich fange jetzt an mit dem Aufbau und melde mich dann gleich nach dem ersten Bauabschnitt. Hier haben wir jetzt den ersten Bauabschnitt. Da haben wir das, ja, sozusagen das Fahrgestell gebaut oder die Wanne, besser gesagt, die Wanne nennt man sowas. Wir haben hier auch schon ein paar Drucke verbaut. Und zwar hier diese Lüfterplates, hier diese bedruckten, haben wir zwei von. Dann hier oben, das ist eine 2x4er Fliese. Die Oberteile des Motors. Das ist ja ein gebauter Motor jetzt in dem Falle, so ein Maybach. Den kann man auch rausnehmen. Oder ich hoffe, dass man den rausnehmen kann, ja. Der ist jetzt hier wieder nur mit zwei Studs wieder gehalten. Ist ganz, ganz schön gebaut. Sonst keine weiteren Drucke dran, bis hier oben. Und der sitzt dann so erstmal hier drin. Nach hinten ist die ganze Geschichte noch offen. Seitlich haben wir hier hinten schon, oder hier kann man schon erkennen, ne, hier hinten kommt die schräge Heckpanzerung. Seitlich haben wir ja auch schon so Aufnahmen für, jetzt glaube ich, dass da so Schürzen dran kommen.
Und auch hier vorne jetzt hier schon den Kettenschutz oder hier vorne das Schutzblech in dem Fall. Das hier könnte sein, dass es ein Sitz sein soll. Hier so die Rückenlehne, gehe ich mal von aus. Und hier drauf, hier wird nachher das Geschütz drauf befestigt hier. Das ist ja nicht mittig in der Wanne eingebracht, das Geschütz, sondern das ist so ein bisschen versetzt. Hier unten drunter ist die Sache so ein bisschen hohl und sonst ist es hier mit großen Steinen hier das Ganze gemacht. Also mit 2x, was weiß ich, 6, 8 oder so Steinen sind die Seitenwände gemacht. Auch die Aufnahmen hier für die Laufrollen sind jetzt schon hier in verschiedenen Farben. Hier auch. Ne, von unten eine große Plate hier. Ganz stabil die Ausführung. Ja, Steinequalität, ne, kann man nur sagen, Kobi macht mit die besten Steine. Die Drucke sind auch gut und ja, Kratzer auf den Fliesen konnte ich bis jetzt hier auch noch keine groß sehen. Also alles bis jetzt top im ersten Bauabschnitt. Hier ist jetzt der zweite Bauabschnitt fertig. Ich glaube, das nennt man Kasematte, glaube ich hier, ne? Das Oberteil hier, wenn das so feststehend ist, wenn das kein drehbarer Turm ist, Kasematte. Mit schöner Schrägerung, mit schöner Schräge, ne? Also hier schöne Schräge. Dann hier eine Reserve. Laufrolle, hier auch wieder diese Tarnung, auch hier mal und da mal, hier ist es verdeckt, mal so machen, hier sind Prints überall, ne? Also manche Tarnmuster sind hier gebaut mit verschiedenen Farben Plates und der Rest ist dann auch teilweise bedruckt, wenn es größere, längere Teile sind. Ja, auch hier vorne haben wir die Schräge, wir haben hier vorne ein Bug MG. Auch hier vorne haben wir die Tarnung, das ja mit diesem Gestrüpp hier. Auf der anderen Seite haben wir auch die Schräge angebracht. Hier, glaube ich, in diesen Behältern hier befindet sich, glaube ich, das Rohrputzzeug drin, wenn ich mich nicht da irre. Hier hinten auf beiden Seiten haben wir Kettenglieder zum Ersatz. Auch haben wir jetzt hier hinten den Bereich zugemacht. Sieht auch ganz cool aus, finde ich. Ja, ich sehe nicht immer, ob der Fokus jetzt hier gut reinhaut. Ne? Also hier hinten sind jetzt soweit keine Prints drauf. Auspuffanlage. Dann hier diese beiden Behälter, wo man was reintun kann. Haben wir da. Dann seht ihr auch schon, dass die Umlenkrolle angebracht ist. Hier ist die Antriebsrolle. Die meisten deutschen Panzer haben Frontantrieb. Das wurde ja später auch geändert. Heutige Panzer, wie zum Beispiel Leopard, der hat Heckantrieb. Jetzt glaube ich, der Marder hatte dann wieder Frontantrieb, ne? Aber der hatte auch den Motor vorne sitzen. Hier ist es ja so, befindet sich der Motor hinten und dann muss da eine Antriebswelle bis nach ganz vorne nochmal durch das Fahrzeug gelegt werden. War natürlich sehr umständlich, anstatt gleich auf die Antriebsräder zu gehen. Ja, dann verschiedenfarbene Laufrollen haben wir hier. Schön, also Schachtellaufwerk nennt man das Ganze hier. Das ist sehr umständlich, wenn man hier zum Beispiel die hintere Rolle austauschen wollte, musste man insgesamt, was weiß ich, wie viel Rollen austauschen. Und die Kette haben wir auch aufgezogen und die läuft wirklich super, ne? Also ich habe jetzt hier einen glatten Boden und es läuft gut, ne? So, auf beiden Seiten unterschiedliche Farben von den Laufrollen haben wir da auch. So, das haben wir. Ja, dann haben wir hier hinten, den habe ich noch nicht gezeigt, hier hinten ist auch ein schöner Print, hier in dem Bereich hier, der ist hier hinten mit an dem Teil, an der Heckpanzerung. Die Bautechnik war richtig gut, hat richtig Spaß gemacht, auch sehr interessant die Bautechnik hier in dem Bereich von der schrägen Panzerung. Hier im Innenbereich haben wir auch noch so zwei kleine, ich sag jetzt mal Highlights. Hier mal einmal das Bedienpanel. Das ist auch ein Print. Ja, muss ich mal gucken, dass der Fokus so ein bisschen da rein. Wenn nicht, ich mache da nochmal, blende ich nochmal eine Nahaufnahme
Nein, als Foto. Und hier ist so eine kleine Kiste noch drin unter der Schräge. Ja, das Fahrzeug hat die Nummer 142 hier. Kann man hier ganz gut erkennen. Ja, sonst Prints waren jetzt hier weit soweit nicht. Wie gesagt, Laufwerk schön gemacht. Bautechniken von der Heckpartie war cool. Auch hier diese Bautechniken waren richtig schön. Also da zeigt ein Kobi immer wieder mal wieder neue Bautechniken und das rauszufinden, das ist immer sehr schön. So, das ist der zweite Bauabschnitt und wir kommen jetzt zum dritten und letzten Bauabschnitt. Wir haben jetzt hier in dem letzten dritten Bauabschnitt haben wir die Kanone gebaut und ja, nochmal eine kleine Information und zwar folgendes: Es ist ja so, dass bei Deutschland meistens war so, es wurde ein Kampfpanzer gebaut und es gab dann immer noch mal einen Jagdpanzer. Und das war immer so, dass der Kampfpanzer hatte die, ich sag mal so, eher die schwächere Kanone und der Jagdpanzer hatte die stärkere Kanone. In dem Fall hatte hier der Panzer, also der Kampfpanther, hatte die 7,7, nee, 7,5, nicht 7,7, 7,5 und der Jagdpanther hatte die 8,8 Kanone. Das lag auch daran, dass man hier halt in diese Kasematte, so nennt man ja den Aufbau hier hinten, in dieser Kasematte war wesentlich mehr Platz für die Kanone da drin. So, das dazu, also 8,8 haben wir hier. Dann haben wir jetzt in den letzten Bauabschnitt, haben wir, zeigen wir mal von hinten, haben wir hier hinten die Abdeckung gebaut. Normalerweise hat der Besitzer Panther hier hinten eine Klappe zum Beladen der Munition oder auch zum Ein- und Aussteigen. Hier befindet sich auch eine Antenne dran. So ein komisch gebauter Spaten, den finde ich übrigens nicht so schön von Kobi. Hier haben wir auch einen Benzinkanister, weil deutsche Panzer mit Benzin liefen. Heute ist das natürlich anders. Heute laufen die mit Diesel oder fahren. Laufen tun sie in seltensten Fällen. So, dann weiter haben wir gebaut hier hinten die Motorraumabdeckung. Die hat sogar auch eine kleine Klappe, so eine Art Wartungsklappe, die können wir öffnen. Dann kann man da reinschauen, da sieht man dann das Oberteil von dem Motor. So, zumachen. Hier oben auch zwei schöne Prints sind da drauf. Wir können aber auch diese ganze Abdeckung können wir leicht anheben und rausnehmen. Und schon können wir uns den ganzen Motor darin anschauen. Ja. Ja. Und ja, man kann den ja auch rausnehmen. Jetzt versuche ich das nochmal. Ist mir gerade so nicht so ganz. Der ist ja eigentlich nur mit zwei Noppen darin befestigt. So. So, das heißt, das Motörchen kann man rausnehmen. Und dann war da noch ein gebauter Stand. Da kann man den dann so aufnoppen. So, und dann kann man den halt hier so hinstellen. Ganz schön, hier ist auch ja, eine Lasergravur drauf. Ne? Ich will hoffen, dass der Fokus das so ein bisschen packt. Da steht dann halt drauf, Maybach HL230. Ne? Also Motor kann man auch entnehmen. Wir machen jetzt einfach mal die Luke nochmal hier zu. Motor lassen wir jetzt draußen. So, dann haben wir noch gebaut hier oben die Kampfraumabdeckung. Hier befinden sich auch zwei Luken, die wir öffnen können hier. Dann hier ein bedrucktes Teil hier vorne. Auch hier vorne haben wir diese Optik, ist auch ein bedrucktes Teil. Hier so eine Kette. Auch hier schön nochmal so ein Busch als Tarnung. Und auch die Tarnung ist hier oben in dem Falle gebaut. Wir können diese Abdeckung hier auch abnehmen, so dass man auch in den Innenraum reinschauen kann. Der Innenraum ist sehr schön mittlerweile gestaltet. Wir haben jetzt hier auch auf beiden Seiten befinden sich so Halterungen für Munition. Ja, kann man sehen, da und dort. Auch sehen wir hier das Innere von, also das Hinterteil von dem Geschütz mit dem Verschluss hier hinten. Und wir sehen auch, das Ganze kann man hier so ein bisschen richten hier, ne? Bewegen nach links und nach rechts. Auch nach oben und nach unten ist ein bisschen möglich. Ja, sonst hat sich hier im Innenraum nicht viel getan. Das Geschütz hier ist ja einigermaßen detailliert, ne? Hier mit einer so eine angedeutete Zieloptik haben wir da. Ganz nett.
Ja, so, das dann dazu. Machen wir es mal wieder vorsichtig zu. So. Dann haben wir noch gebaut hier diese Kettenschürzen. Ne, zwei Stück. Die kann man auch so ein bisschen hochklappen. Ich glaube, an dieser Seite geht es ein bisschen besser. Ne? Man kann es aufklappen. So. Hier dann nochmal angedeutet hier so ein Abschleppseil und nochmal Buschwerk. So, ich drehe mal jetzt kurz so rum. So, kommen wir nochmal kurz zu dem Fahrzeug. Wobei die Schürze, die ist echt ein bisschen filigran, muss ich sagen. Also die ist nicht sehr stabil gebaut wie der Rest des Fahrzeugs. Achso, ich brauche jetzt da unten gar nicht das Laufwerk zu zeigen. Es geht jetzt hier um diese Laufrolle. Und zwar, ich habe hier noch ein... Also Kobi hat ja schon mehrere Panther rausgebracht. Das ist hier mein letzter, den ich gebaut habe. Und da schauen wir uns mal das Laufwerk an. Kann man jetzt ein bisschen schlecht erkennen. Ich nehme jetzt einfach mal hier eins raus. So, dann brauche ich dich auch erstmal nicht. Nicht durch die Seite. Und dann lege ich das mal so hier hin. Und dann wird euch das gleich auffallen, dass die also unterschiedlich groß sind. Also Kobi hat hier nochmal an der Größe der Laufrollen so ein bisschen rum experimentiert. Wobei eigentlich beide Fahrzeuge im gleichen Maßstab unterwegs sind. Ihr seht das hier, also von der Länge her sind die beiden Fahrzeuge identisch. Also maßstabmäßig müsste das gleiche sein, weil unten die Wannen sind bei beiden Fahrzeugen gleich. Hier finde ich übrigens die Kettenschürze wesentlich stabiler ausgelegt. Also teilweise macht Kobi ja einen Schritt nach vorne. Manchmal, wie bei dieser Schürze, finde ich auch einen Schritt zurück. Fahrzeug haben wir jetzt mal kurz. Wir haben hier den Motor mit dem schönen Stand. Mit dabei bei der Limited Edition bekommt ihr dann halt diese lasergravierte Schild nochmal mit dabei. Mit der Bezeichnung des Fahrzeugs und dann halt die Nummer. Die taucht ja öfters auf. Dann, bei der normalen Version werdet ihr, glaube ich, den Stand nicht mit dabei bekommen. Ihr kommt natürlich dieses Teil nicht mit dabei. Da ist es einfach nur so ein weißer Slope, wo dann halt die Bezeichnung drauf gedruckt ist. Hier mit dabei ist nochmal eine kleine Kiste. Und in dieser Kiste, ich kann es einfach auskippen, ja, so, befindet sich ein Schraubendreher, heißen die Engländer, Maulschlüssel, dann eine Zange und zwei Schrauben. Das ist in der Kiste. Kommen wir nochmal kurz zu den Figuren. So, ich glaube, ich halte es mal so. Ja, die sind schön bedruckt, muss ich sagen. Ich hoffe, dass der Fokus passt. Sind schön bedruckt. Vorderseite, Rückseite sind bedruckt. Oben die Mütze ist bedruckt. Dieser hier hat noch eine Waffe dabei. Stiefelchen an. Mal gucken, ob die so stehen bleiben. So, dann nochmal die nächste Figur. Dann haben wir hier ein Crewmitglied. Auch bedruckt die Vorderrückseite, auch die Oberarme und so sind bedruckt. Das Schiffchen ist bedruckt und der hat auch Kopfhörer auf. Und was ganz Besonderes hat er hier in der Hand. Da steht drauf, Hupsala. Da steht nicht Hupsala drauf. Nein, da, wenn das Fokus nicht ist. Wie gesagt, ich lief euch dann noch ein Bild danach. Da ist eine kleine Dose, eine runde Dose und da steht Schokolade drauf. Ja, Panzerschokolade, das war jetzt keine richtige Schokolade, sondern das war eine Art Rauschmittel, Pervitin heißt das. Heutzutage ist es auch bekannt unter dem Namen Crystal Meth. Das war da halt da als Aufputschmittel für die Panzerbesatzung. Nicht nur für die Panzerbesatzung, ich glaube auch, dass bei der Luftwaffe war das genauso genommen. So. Dann kommen wir zu der letzten Figur. In der Limited-Geschichte sind ja drei dabei. Und jetzt kommen wir auch zum negativen Teil. Und bei meiner Figur fehlt ein Fuß oder ein Stiefel. Sonst ist die Figur top. Alles bedruckt, sogar die unten die Füße sind bedruckt von beiden Seiten. Ja. Helm, Gesicht, ist sogar noch hier zweifarbig. Hier der Kopf ist zweifarbig.
Hat eine Panzerfaust auf dem Rücken, ne, mit so einem Gurt. Und unten hat er dann noch eine Trinkflasche und eine Gasmaske. Hier hat er noch einen Mauser in der Hand. Der Panzergrenadier. Nur stehen kann er nicht so. So, das noch zu den Figuren. Nochmal ganz kurz hier die Teile, die übrig waren. Wie gesagt, gefehlt hat nur der eine Stiefel von dem Kameraden. Sonst, diese Teile waren übrig. Hier war sogar ein Teil dabei, was in dem Set eigentlich gar nicht dabei sein dürfte. Hier so ein, ja, so eine Plate, so abgerundete Platte hier. Hab nachgeguckt, in der Teileliste steht sie auch nicht drin. War auch in der großen, im dritten Bauabschnitt, einfach in der großen Tüte mit dabei. Fehlt also das Ding nirgendwo hier an dem Fahrzeug. Also, nur der Stiefel hier fehlte. Sonst war das soweit in Ordnung. Ja, kommen wir zu meinem kleinen Fazit. Also mir hat der Aufbau, wie immer, bei den Kubi-Panzern sehr viel Spaß gemacht. Interessante Bautechniken sind jetzt hier wieder versteckt. Klar kann man jetzt das eine oder andere jetzt hier bemängeln, aber im Großen und Ganzen war das doch ein schönes, ja, schönes Set und mal wieder, endlich mal wieder ein Jagdpanther. Ich glaube, der letzte ist schon eine ganze Weile her, wo Kubi den rausgebracht hat. Gut, also braucht man jetzt die Limited-Geschichte? Ich meine nicht. Wartet auf die normale Version, die kommt jetzt auch bald raus. Und wie gesagt, das meiste Gedöns braucht man nicht. Ein bisschen ärgerlich bei mir war jetzt, dass jetzt hier ein Stiefel fehlte. Jetzt kann ich mich an Kobi wenden und dass sie mir das nochmal zusenden. Sonst hat hier nichts gefehlt, Teilequalität war gut. Die Kettenschürzen, wie gesagt, würde ich ein bisschen als negativ noch erwähnen. Sonst ist das hier eine runde Sache. Ja, zum Schluss kommt noch mein üblicher Aufruf. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Kostet nichts, macht mich glücklich. Und das nächste Video, wenn ihr das sehen wollt und nicht verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr auch Bescheid, wenn das nächste Video von mir hochgeladen wird. Ich bin das nächste, es wird ein Technikset werden. Bin ich schon am Bauen. Ja, würde ich mir noch fragen oder die Frage an euch stellen: Wie hat euch das Set hier gefallen? Würdet ihr euch den Jagdpanther auch holen? Oder sagt ihr, ach nee, so schön sieht er jetzt doch nicht aus, den lasse ich mal lieber aus und hole das nächste Fahrzeug? Dann. Ja, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. So Leute, also, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.